Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und zwar zu einem ganz besonderen, meinem 400 Abonnenten Special. Ich freue mich und ihr, wenn ihr mir schon länger folgt, wisst, was es heißt. Ich bin nicht alleine. Hallo. Mein Freund ist mit dabei und isst jetzt ganz schnell seinen Keks auf. Ja. genau, das musste wohl scheinbar hier noch sein vom Video. Wir spielen heute zusammen durch meine beiden Binder. Und ach, das habe ich dir auch noch gar nicht gesagt. Die Spiele, die hier drin sind, die habe ich größtenteils eigentlich selber auch noch nicht gespielt. Weil ja der Herbst jetzt startet, Halloween-Zeit jetzt startet und so. Von daher, ich freue mich auf meine neuen Spiele. Und an dieser Stelle natürlich vielen Dank für 400 Abonnenten, beziehungsweise sogar für 400, ich glaube 37, als ich das letzte Mal geguckt habe. Also es ist gar nicht mehr so lange hin bis zum 500 Abonnenten-Special, nur damit wir hier alle mal Bescheid wissen. Und okay, genau, ich glaube, wir können starten, oder? Ja. Ja, das ist für Kekse. Wir starten mit dem Herbstbeiner. Das heißt, der Halloweenbeiner darf noch einmal warten. Und guck mal, ist es nicht hübsch? Das ist von Tanja von Kaffee und Quatsch. Hallo Tanja. Vielleicht schaut sie das Video. Manchmal. So, wir starten mit Sudoku. Sudoku Ententeich von gemeinsam Ich kann sparen. Kein Sudoku. Richtig. Deswegen ist das hier schon mal jetzt mein Job. Könnt ihr das sehen? Ja, ich sitze hier nämlich so ein bisschen schräger als sonst. Was wollen wir denn sparen? Ich würde mal... Aber hast du eine Idee, wie viel Geld ich hier reintun soll? 150. Nicht viel. Ja, insgesamt. Und davon habe ich schon 10 Euro drin. Und naja, ich würde mal so zu einer 5 tendieren. Wo fehlt mir denn eine 5? Hier in diesem Kästchen? Nee, da komme ich aber nicht weiter. Und hier ist überall eine 5. Hm. Wie sieht es mit 4 aus? Hier fehlt, glaube ich, eine 1 und eine 4. Ah, die 4 kommt hier hin. Weil hier schon eine ist. Dann kann die nicht neben direkt noch eine 4 stehen. Verstehe ich nicht. Ist mir klar. Deswegen habe ich meine Erklärung auch direkt wieder aufgegeben. Dazu kommen wir gleich. Hier liegt der Kreisel von Spaß am Spaß. Da wird jetzt nicht gedreht. Du gibst mir jetzt bitte 4 Euro. Zehn plus 4 sind? 14. Gut, richtig. Boah, wäre das jetzt falsch gewesen. Wirklich. Abbruch. Okay, dann machen wir weiter. Aus dem gleichen Set ist diese Abstreich-Challenge. Sunshine Castle. Hier habe ich 4 Euro drin. Und... Die Krümel müssen weg vom Keks. Okay, dann machen wir hier jetzt einen Fünfer. Machen wir rein. Getrackt habe ich nicht. Okay. So, 5 Euro bitte. 5? Ja, 5. Okay. Genau, das ist richtig. Danke. So, die anderen Challenges aus diesem Set habe ich ja erstmal rausgenommen, um andere Challenges mit reinzunehmen. So, jetzt wird es ein bisschen spannender. Und zwar die Wichtelfreunde. Guck mal, ist die nicht süß? Das ist vom Kaffee und Quatsch von der Tanja. Und ich finde das wunderschön. Wir können ein Blatt ausmalen. Wir können würfeln. Wir können Lose ziehen. Und wir können rubbeln. Worauf hast du Lust? Würfeln. Okay, ich habe mich entschieden, hier mit einem Viererwürfel zu würfeln, damit es nicht zu teuer wird. Du darfst dir also hier von den Dreiecken eine Farbe aussuchen. Gelb, okay. Gold? Gelb, Gold. Ich finde eigentlich, das sieht auch so ein bisschen so wie Karamell aus. Weißt du, kannst du wie so ein Karamellbonbon so im Mund stecken. Mach es nicht. Dann würfel mal einmal. Eine 4. Na, Jackpot. 4 Euro. Und würfel mal nochmal. Wo ist die Kamera? Da kann ich dann... Ja, genau. Und eine 2. Okay, dann kommt hier heute erstmal 6 Euro rein. Sind 6. Ja. Oh. Ja, ich habe mich angemalt. Was hast du geguckt? Ob mein Geld wieder hier mehr wert ist, als die draufsteht? Oder was hast du eigentlich mit der einen Münze gemacht? Die liegt immer noch da auf dem Wohnzimmertisch, oder? Die muss noch kontrolliert werden. Okay. So, du darfst direkt nochmal mit dem Viererwürfel würfeln. Für Emilias Café von Susan ist das.
mit einem Viererwürfel eine 7 zu würfeln. Das würdest nur du schaffen. Genau. Emilias Café hat nämlich 4 Challenges. 1, die spielen wir jetzt gleich. 2, 3 und 4. Deswegen zur Auswahl. Und dann würde ich die mal einmal ausheften. Darfst du ein Feld frei rubbeln? Oh Gott. Egal welches? Ja, egal welches. Kaffee. Kaffee. Kaffeebohnen, okay, ja. Dann einmal das kann ich mit hier. C3PO ist das. Ja. Genau, und beim Kaffee dürfen wir einmal würfeln und die Augenzahl dann sparen. Wir suchen nämlich hier für Emilia, also sie möchte ihr einen Kaffee eröffnen. Dafür braucht sie natürlich Kaffee. Dafür macht sie hier so ein Rezept mit so einem Kuchen. Hier legt sie Preise fest. Und auf der letzten Challenge verkauft sie schon irgendwas. Das heißt, wir dürfen einmal für den Kaffee würfeln mit einem 6er. Ja, habe ich mir jetzt überlegt. Guck mal, darfst du eine hübsche Farbe aussuchen? Pink, okay. Dann würfel mal und ich schreibe das da rein. Eine 6, natürlich. Das war richtig so, kann man das sehen? Wow. Okay, dann bekomme ich einmal 10 Euro von dir. Ich habe den Wert von Chris 10 Euro. Ich dachte 6. Weil du 4 wieder kriegst. Da habe ich hier nämlich insgesamt 10 drin. Sehr schön. Okay. Ich sehe schon in deinem Gesicht, du willst wieder irgendeinen Quatsch machen. Was stelle ich jetzt an? Du darfst würfeln für Cozy Fall von Julia von Jules Budget. Eine 4. Und dann können wir hier 1, 2, 3, 4 Felder weitergehen auf dem Spiel. Mach es dir gemütlich und zündet eine Kerze an. Gehe zur Challenge Cozy Moments. Die ist hier. Da dürfen wir ein Feld frei rubbeln. Du wirst hier voll eingespannt. Zwei Euro. Achso. Okay, dann... Nee, ich belasse es dabei. Ich würfel ja auch gerne mal zweimal bei den Spielen, aber... Ich weiß ja, dass hier noch eine Menge kommt, auch im Halloween-Binder. Von daher, wir sparen uns das mal hier auf. Plus 2 sind genau 15 Euro. Das heißt, wir können auch was tauschen. Magst du mir mal einen 10er geben? Hast du noch welche? Ja, ne? Danke, der 5er ist für dich. Also nicht für dich, ja, aber für, für den Stapel da hinten. Und dann kommen wir zur Lorraine, eine Rubbel-Challenge von Niki von Angel Teacher Design. Das ist eine Biene, ach, ein Engel oder eine Elfe. Eine Elfe, ja. Ist sie nicht hübsch? Da ja. Können wir auch rubbeln. Das mache ich jetzt aber mal. Und ich nehme das hier. Wir spielen das ja gleich. Er hatte schon wieder den Kreisel in der Hand. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. So, was habe ich hier? Eine 6. Könntest du es lesen? Ich sehe gar nichts. 6 Euro auf jeden Fall. Plus 6 sind 11 Euro. Kann man nachher dann auch als Dashboard benutzen. Ich liebe es. Ich bekomme einmal 6 Euro von dir. Okay. Ja, nee, man kann es. Oh, oh. kannst es auch da hinstellen, wenn das irgendwie einfacher ist. Nein. So, du darfst wieder würfeln. Das ist eine Challenge von Susan vom gemeinsamen Sparen. Und wenn man hier nämlich alles einmal erwürfelt hat, darf man in der Mitte aufrubbeln. Aber ja, erst. Aber erst muss man halt würfeln. Was muss ich würfeln?
Ich habe noch nicht angefangen. Ach so. Ist jetzt egal. Ich spiele das jetzt auch das erste Mal. Du darfst mir aber auch sagen, in welcher Farbe ich das ausmalen soll. Welche Farbe steht zur Auswahl? Alles. Alles, ja. Also ich würde am liebsten mit diesen Stiften malen, die hier diesen Radiergummi haben. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich auch egal. Ich kann das auch mit diesem Kugelschreiberstift machen. Und ich würde mich freuen, wenn es zur Challenge passen würde. Hat man gesehen? Er hatte einen pinken Stift in der Hand. Also orange. Also, okay. Das ist Kugelschreiber, verdammt. Orange, okay. Gelb? Gibt's nicht orange? Hier ist orange. Willst du orange? Oder so, na, warte mal. Ich nehme immer orange. Ich möchte rot. Danke für deine Hilfe. Das ist rot. Okay. Du darfst würfeln. Damit? Du kannst auch einen anderen Würfel nehmen, wenn du jetzt eine andere Farbe haben möchtest. Ich möchte die. Kannst ja auch orange nehmen. Okay. Jetzt habe ich zwei, warte. So. Aber auch zwei Würfel. Kann man auch. Möchtest du mit zwei Würfeln? Du darfst nochmal würfeln. Ich habe mit zwei gewürfelt. Ja. Die male ich schon mal aus und du darfst noch ein zweites Mal würfeln. Weil es nur 2 € sind, weißt du? Können wir da nochmal. Eine 1. Jetzt sind es 3 Euro. Jetzt sind es 3 €. Möchtest du nochmal würfeln oder nicht mehr? Ja. Okay. Sieht man es Man noch? sieht Eine 4. 4. Okay, gut, das reicht aber. 3 plus 4 sind. 7. Siehst du? Wieso siehst du? Weiß ich nicht. Muss ich hier 7 Euro geben? Ja. Korrekt. Danke. Bitte. Und 75 kann man insgesamt sparen bei der Challenge. Huch. Kann man den So, drauf? dann kommen wir zum. Weiter mit Lilo. Der Hubschrauber-Roboter. Der Hubschrauberroboter. Das ist eine lose Challenge. Von Kaffee und Quatsch. Und wir ziehen ein Los. Wenn ich jetzt wüsste, hier. Lilo kommt mit orangenen Schon Nüssen. wieder orange. Ja, deswegen wollte ich mal rot nehmen und nicht immer nur orange. Alles ist orange. Im Herbst. Geht es? So, jetzt ja. Ja, ich muss mich auch mal richtig hinsetzen irgendwie. So, du kannst schon mal hier das orange Los öffnen. Hier. Wo? Dann kann ich das hier nämlich wieder wegräumen. Wir hoffen, dass ich hier Wie geht das nicht auf? wieder gegen mein Stativ mache. Genau, du musst diesen Ring abziehen. Ja, okay. Nee, also 88. 8 plus 8. 16. Und 1 plus 6. 7. Richtig. 7 Euro. Weißt du, wie das zusammen? Ja, kalt mache ich nachher. Gib mal her. Hilfe. Hä? Genau. Einmal 7 € bitte. Ich bin dran. Du bist dran, ja. Kann ich da 2 Einser oder 2 Euro passen? Lieber immer 2 €, aber wenn nichts anderes mehr da ist, auch 2 Einser. Aber sonst wird es immer so voll in den Umschlägen, weißt du? Okay, kurze Pause. Okay, weiter geht es mit einem Patreon-Spiel von Susan von Gemeinsam Sparen. Und zwar haben wir hier 8 Waldtiere. Und ich würde sagen, ich mische das mal einmal. So, ich weiß auch nicht, was man auf den einzelnen so machen muss. Und du darfst mal mit einem Achterwürfel würfeln. Achso, muss ich dir geben, ne? Ich finde den Hier, nicht. weiß oder Da ist aber Anthrazit. 7 drauf. Da ist auch keine 8. Doch, Doch. da. Da sind 8 und dann ziehen wir dann die jeweilige Karte. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Fuchs. Guck mal auf der Rückseite, was man da machen muss. Ist das scharf? Ich will ein neues Handy. Datum, Summe, ach so. Nein, da unten musst du lesen. Vertreibe einen Rahmen, indem du zu dir selbst etwas Nettes sagst, beziehungsweise dir ein Kompliment machst. Spare im Anschluss einen Betrag deiner Wahl. Oh je. Ich bin cool. Okay. Ein Betrag deiner Wahl. Da darfst du dir Überhaupt nicht jetzt. eingebildet.
Dann darfst du dir jetzt auch aussuchen, was wir. Ich soll dir ein Kompliment Ja, machen. hast du gut gemacht. Was möchtest du dafür sparen? Hä? Du darfst einen Betrag deiner Wahl sparen, nachdem du dir ein Kompliment gemacht hast. Weiß ich nicht. Ein Euro? Oh, nur. Wieso nur? Dann können wir umso länger spielen. Warte, das war die 6. Ich habe überlegt, was hier auf cool reimt. Ein Betrag, aber da kommt nicht mehr raus. So, ich mische nochmal, dann können wir nämlich noch eine Runde spielen. Darfst du nochmal würfeln? Die 8. Acht. Oh, rechnen. Oh, da bin ich gut im Kopf. Spare entweder nur die leeren Sparfelder oder alle möglichen Zahlen der Rechenaufgabe. Okay. Guck die Euro her. Was denn? 5 plus 2 gleich 7. Oder? Ja. Dann trage ich hier eine 2 ein und dann sparen wir erstmal nur die 2. Oder? Also man kann halt auch, wenn man jetzt hier die Rechenaufgabe hat, 5, was guckst du Nein, da? ich habe was geguckt. Man kann halt auch, wenn man hier die Rechenaufgabe hat, 5 plus 2 gleich 7, kann man auch die 5 und die 7 und die 2 sparen, weißt du? Ja. Ja? Nein. Nein. Ist okay. So, aber ich glaube, das möchte ich dann tracken. Ne, das geht nicht, den Tracker, der hier liegt. Warte mal. Plus 3, 3 Euro insgesamt. Schreibe ich jetzt wieder auf. Wenn der gleich weg ist, ne? Wenn dir demnächst langweilig ist, ne? Dann gebe ich dir einfach den Kreisel. Dann hast du deinen Spaß. So, die Vintage-Rubbel-Challenge von Jules Budget. Hier können wir gleich mal ein bisschen Geld tauschen. Möchtest du rubbeln oder möchtest du lieber Quatsch machen? Okay. Der da schon wieder mit Verpackungsmaterial am Spielen. Eieiei. Such dir was aus. Kannst du auch auf der Rückseite. Ach, da geht's auch. Rückseite sind auch noch welche, ja. Nein. Nein, okay. Bist du im Bild? Ja. Ich nehme. Ganz oben? Ja, ist gut. Haha, auf 5 Euro. Okay, sehr schön. Das ist doch alles Krümel, Müll, alles. Es gibt Rubbelsticker, die sind so super kleinteilig. Also die zerfallen nicht in solche, sondern mal 10. Die will dann ja, will er auch nicht. Du darfst mir mal den 20er geben, der da liegt. Danke. Und kriegst 15 zurück. Sind hier schon 21 Euro drin und ich glaube, es kommen irgendwie 50 oder was raus. So, dann machen wir weiter mit der Summer Night Tombola. Sehr, sehr schön. Und da ziehen wir ein goldenes Los. Guck mal, darfst du mal ein goldenes Los ziehen? Nicht das pinke, ein goldenes. Ich nehme den. Okay. Der ist ausgefallen. Ist doch egal. Ja, super. Ich wollte das eigentlich nur in der Schublade verteilen, damit ich es hier einfacher. Also 100, siehst du? oh, dann dürfen wir dafür. 10 Euro. Bei der Quersumme rechnet man 1, also jetzt bei der 100, 1 plus 0 sind 0. 1 plus 0 plus 0. 1. Richtig. 1 Euro? Ja, 1 Euro. Wow. Ich dachte, ich hätte jetzt den Jackpot gezogen. Nein. Kommt 0 Euro bei rum. Soll ich das Ding wieder zumachen? Wenn du Lust und Zeit hast. Lust und Zeit. Ich hab's geschafft. Okay, danke. Dann muss ich das nachher nicht machen. Oder wann auch immer ich Lust und Zeit Lust habe und ich. Zeit dazu habe. Genau. So, hier haben wir 17 Euro drin. Aber einen 20er habe ich da nicht mehr. Ne? Ja, den Okay. hast du eingetauscht. Genau. Ja, ich hatte überlegt. Ein Schmetterling. Das sind Glühwürmchen. Ich hatte überlegt, welche Scheine ich da hinlege. Aber ich dachte, weil ich ja so viele neue Spiele anfange. Okay. Du verstehst mich nicht, ihr versteht mich. Weil ich so viele neue Spiele anfange, dass ich nicht so viele große Scheine brauche. Hier könnte ich jetzt auch doch noch einen 20er gebrauchen. Aber egal. So, das ist das Sparwürmchen von Alltagssparen. Und man klebt hier die Dinger hin. Jetzt, wie viel Geld haben wir da denn noch liegen? Hier Ja.
20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. 75? Jawohl, ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir heute mal... Wenn ich mir nicht verzählt habe. Ja, wir nehmen mal heute ein 10-Euro-Glühwürmchen. Weil es gibt halt die für 5 und es gibt die für 10. Da steht 35. Davor steht Summe und da fehlt eine 1. Genau, also die sind, die mit dem Schwarzen sind 5 und die Gelben sind 10 Euro. Möchtest du das machen? Ja. Wie geht das? Das sind Sticker. Achso. Ja. Und wo klebe ich den noch auf? Einfach auf den. Auf, in das Glas. Irgendwo. Ja. Wo du es hübsch findest. Oh nein, genau. der geht kaputt. Ja, deswegen bitte vorsichtig. Ich wollte dir helfen, aber ich weiß nicht, ob ich da so prädestiniert zu bin, weil ich auch nicht so... Ich kann das. Ja. Irgendwo hin? Ja. Darf der auch nach unten fliegen? Ja. Macht Sturzflug. Ja, aber weißt du, wenn du so ein Glas mit Glühwürmchen hast, die fliegen ja alle kurz und quer. Ja. Also, ja, hast du hübsch gemacht. So. Wer hoch fliegt, fällt. Dann bitte einmal 10 Euro. 5 oder 10? Gib mir mal einen 10er. Weil jetzt im Halloween-Binder sind wirklich, glaube ich, fast ausschließlich Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Und da können wir dann gut die 5er gebrauchen. So, dann sind wir damit schon mal durch mit meinem wunderschönen Herbstbinder. Und wir kommen zu Halloween. Und ja, deine Stunde hat geschlagen. Wir starten mit dem Spooky Candy Shop von Spaß am Sparen. Und dazu gehört der Kreisel. Endlich. Das heißt, du darfst jetzt mal einmal kreiseln, wie viele Felder wir hier entlanglaufen. Oh, geil. Jetzt kannst du einen Schwank aus deiner Jugend erzählen in der Zeit in der Kreisel. Lieber nicht. Das gehört hier nicht hin. Genau. Nur. Holen wir gleich zurück. Badabam-bam. Genau. Ey. Es regnet. Oh. Ja, es regnet gerade super blöd. Wir wollen gleich zum Griechen. Wir wollen eigentlich hinlaufen, damit wir halt ein bisschen trinken können. Ich habe eine 5. Eine 5, okay. Dann möchtest du laufen mit der Spinne oder soll ich das machen? Wohin? Ach so. Ist egal, wohin. Mach du mal. Ich bin der Würfelmensch. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann darfst du nochmal drehen. Das ist ja nicht die Spinne. Ja, ne, warte mal, ist eine Fledermaus. Oh. Ist das eine Fledermaus, so rum, weißt du? Ist das eine Fledermaus? Naja, gut. Du darfst nochmal kreiseln. Soll ich langsam mal drehen? Genau. Okay, es wird mehr. Wir sind nämlich hier auf dem Aktionsfeld gekommen mit dem toten Kopf und dann steht, dass man hier den magischen Kreisel nochmal drehen soll. Und je nachdem, welches Symbol er jetzt zeigt, hier von denen, kommen wir dann in eine Challenge rein. Ja. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir dann zum Griechen kommen. Naja. Mit einer 2. Eine 2? Ja. Das ist... Oh, finde alle Kürbisse, die den Spooky Candy Shop dekorieren. Das ist jetzt nicht so spannend. Das ist... Wir spielen nochmal. Das ist diese Challenge. Findest du da einen Kürbis? Nein. Dafür sparen wir 2 Euro für einen Kürbis. Habe ich hier oben festgelegt. Okay. Das sind doch überall Kürbisse. Ja. Okay. Ich könnte jetzt auch noch mehr abkreuzen. Bis mein ganzes Geld weg ist, dann ist die Challenge vielleicht abgeschlossen, aber dann habe ich wenig Spielspaß. Du darfst doch mal kreiseln. 1. Dann kreisel ich jetzt mal. Ich kann das. So, wo wollen wir denn wohl hin? Das erinnert mich an Beyblade. Auf die Katze. Oder auf das Mädchen. Ich möchte auf das Mädchen. Mal gucken, ob das die klappt. Die Arme. Wieso die Arme? Das Mädchen? Weiß ich nicht. Da dürfen wir Wörter suchen. 3. 3 Felder. Ist das Mädchen da? Ja. Warte. Hier ist das Mädchen und hier unten. 1, 2, 3. Ha. Wörter suchen. 1, 2, 3. Wörter suchen, ja. Wie im Kreuzworträtsel. Ja, also um so. Um Gottes Willen. Warte, wir haben jetzt schon 2 Euro. Vielleicht. Ja, ist eigentlich relativ egal. Guck mal, hier kannst du gucken, welches Wort du suchen möchtest. Oder du suchst. Ich habe Schokoriegel gefunden. Du hast Schokoriegel gefunden. Da kannst du aus. Ja, dafür darf ich 9 Euro sparen. Ja, geil. Okay. Rock'n'Roll. Schokoriegel. Wieso 9 Euro? Ja, weil das da unten angegeben ist. Da, Schokoriegel, 9 Euro. Oh.
Ich habe die Wörter gar nicht gesehen. Ja, das wollte ich dir gerade erklären, als du gerufen hast, ich habe Schokoriegel gefunden. Gut. Ich dachte, da sind x-beliebige Worte drin, so. Naja, ja, so Sweet Words halt, Süßigkeiten. Ja, aber die habe ich gar nicht gesehen. Die ja, das hab ich gemerkt. Drauf und losgesucht. So, ach guck mal, hier hätten wir auch doch Geld tauschen können. So, da darf, dürfen jetzt 11, willst du das schreiben? Nee. Soll hübsch bleiben. Darum ja. dann darfst du mir einmal 11 Euro geben. Wir fliegen nicht hier weg. Das war es jetzt dann auch leider schon mit dem Kreisel. Müsst euch verabschieden. Haha, Freundchen, Jürgen geht's weiter. Natürlich, wir können die aber ein bisschen wieder zurückholen. Ich habe die ja eben weggeschoben. So, jetzt kommen wir zu, wie heißt es eigentlich? Scarlett's Happy Halloween. Und zwar, guck mal. Hübsch, oder? Ist plötzlich voll süß. Sieht aus wie Mickey Maus. Nein. Niki, es tut mir leid, das sollte keine Beleidigung sein. Er findet sie auch super süß. Ja. Weil die Schleife im Haar hat. Und zwar gibt es hier bei dem Spiel auch Aktionsfelder. Und ich habe eine Challenge gestartet mit der Annette. Den Namen hast du schon mal gehört, ne? Mhm. Wer zuerst hier alle Rubbelsticker aufgerubbelt hat, hat gewonnen. Ich. Vielleicht. Ja, du gewinnst bestimmt. Während ich gegen Annette spiele, gewinnst du bestimmt. Ja. Da habe ich den Drachen. Keinerlei Zweifel. Das stimmt allerdings. Und zwar ist es jetzt aber so, dass die Annette das noch nicht wusste. Also das war halt noch nicht klar, dass wir das spielen. Und ich spiele jetzt gerade für die erste Oktoberwoche. Und Annette hat es in der ersten Oktoberwoche noch nicht gespielt, sondern dann erst ab der zweiten. Jetzt ist die Frage, ob ich das schon spiele und quasi anfange und sie dann halt einen Zug nachrückt. Oder ob ich noch eine Woche warte. Mhm. Was meinst du? Wir warten auf Annette. Wir warten auf Annette? Nicht die Antwort, die ich hören wollte. Wir machen weiter. Weil einer muss ja auch anfangen. Ja, dann machen wir jetzt. Okay, wir machen jetzt. Stamper. Wo sollen wir starten? Such dir mal einen Totenschädel aus. What the fuck? Also einen von den Weißen. Bei der 1. Okay. Ich habe ja vorher übertrieben mit 9. Machen wir jetzt eine 1. Okay, dann darfst du jetzt mit dem Halloween-Würfel würfeln. Nein, mit dem. Der ist cool, oder? Ich liebe ihn total. Interessant. Ja. So, 6. Eine 6. Ziel ist es quasi, auf die pinken Kürbisse zu kommen. Und wir dürfen uns auch eine Richtung aussuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehe ich nach unten. Dann oben komme ich auf eine 4, unten nur auf eine 3. Und dann darfst du ein zweites Mal würfeln. Eine 2. Ach, das hat ja gut geklappt. Wir dürfen 4 Euro sparen und nichts ist passiert. Ich bin jetzt einfach in die gleiche Richtung quasi weitergelaufen und habe die jetzt nicht geändert, die Richtung. Wobei mir das halt auch nicht geholfen hätte. Was ist das denn? Geld, hoffe ich mal. Aus Mecklenburg-Vorpommern. Plus, 4, ne? 4 waren das? Ja. Das sind 4 Euro. Okay. Der ist doch bestimmt ein Vermögen. Also Annette, auch wenn ich jetzt vor dir gestartet bin, ich hatte noch kein Glück. Es ist mir nichts passiert. Von daher, ja, ich erkläre unsere Regeln weiter, wenn es denn soweit ist. Gibst du mir jetzt bitte das Geld? Danke. So, wir kommen zur Monsterschule. Und darauf freue ich mich schon, seit ich gesehen habe, dass Susan das released. Ich bin ja in so einer, also... Susan kenne ich, hallo. Susan kennst du. Ich bin ja in der Patreon... Gruppe bin ich ja, ne? Also ich habe die bei Patreon so abonniert und dann zeigt sie immer so Sneak Peeks, also zeigt dann schon vorab, was demnächst dann in ihren Shop kommt und seitdem denke ich mir so, geil. Und zwar, ich muss sie einmal vorlesen, weil du musst mir gleich helfen. Schulleiter Waldemar von Schreckenstein, das ist dieser gute Herr hier, guck, süß, heißt dich recht herzlich willkommen auf der Monsterschule Transsilvania. Mach dir keine Sorgen, du wirst dich sicher bald einleben. In ein paar Tagen wirst du dich mit den Monster-Teens deiner Klassenstufe angefreundet haben. Das sind... Wartet. Ah, raus. Nee, Herbert nicht, aber das sind die hier. Frankie, Pinky, Lucifer, Scarecrow, Bella, Alec und Damon, Lysandora, Kitty und Kain. Ich mag Lysandora.
Die Sandora magst du? Ja, vielleicht treffen wir sie. Mal gucken. Auch nicht. So. Sprich sie einfach auf dem Gang an und biete ihnen deine Hilfe an. Dann wird dir ihre Treue sicher sein und du wirst ein gar schaurig schönes Schuljahr erleben. Ja. Okay. Bevor es losgehen kann, entscheide dich bitte noch für einen magischen Begleiter, dann kann es auch schon losgehen. Hast du eine von denen? Das sind eine von denen und die habe ich mir noch nicht durchgelesen, weil ich mich nur nicht spoilern wollte. Warte, erstmal müssen wir den Magneten hier beiseite schieben, sonst können wir es nicht lesen. Also, das ist es, Fledi. Fledi ist für jeden Spaß zu haben und klaut gern Süßkram aus der Küche. Spare mit ihm immer 1 Euro mehr. Finde ich schon mal kontraproduktiv, weil ich so viele Spiele habe, die ich spielen möchte. Ich habe nicht so viel Geld. So, Spidey ist ein kleiner Schisser. Wenn er dein Begleiter ist, sparst du immer 1 Euro weniger. Finde ich schon mal nicht schlecht. Der gruselige Kürbis, der leider irgendwie keinen Namen hat, ist dämonischen Ursprungs. Seine leuchtenden Augen zeigen dir den Weg. Wenn du auf ein Feld kommst, kannst du auch auf das Feld davor oder danach ziehen. Verstehe nicht. Wenn du hier, also es gibt kein Startfeld, hast du schon vergessen, aber wenn man jetzt hier so entlang läuft, so 1, 2, eine 3 gewürfelt hat und dann kann man sich auch aussuchen, wenn man diesen Begleiter wählt, ob man zurückgeht oder nach vorne. Auch wenn man eine 3 gewürfelt hat, kann man sich dann aussuchen, ob man halt 3 Schritte geht oder 2 oder 4. Das finde ich schon mal cool. Morpheus, diese Motte, fliegt hoch hinaus. Mit ihr kannst du ohne zu würfeln gehen, wohin du magst. Allerdings nur einen Zug pro Spiel, denn das ist sehr ermüdend. Okay? Und Flecki, die süße Katze, ist eine kleine Samtpfote. Sie kann an Gefahren vorbeischleichen. Mit ihr gibt es nie negative Auswirkungen, zum Beispiel wenn du keine Lust auf ein bestimmtes Feld oder einen bestimmten Charakter hast. Okay. Also ich würde tatsächlich zum gruseligen Kürbis tendieren oder zu Spidey. Ich möchte Spidey. Immer 1 Euro weniger sparen? Ja. Aber da kann man sich dann auch ein Feld aussuchen, ne? Manchmal kommt man ja auch nur auf langweilige 2 Euro zum Beispiel und dann passiert gar nichts. Nur 1 Euro. Das ist natürlich ein guter Punkt und dann kann ich nochmal mehr würfeln. Alright. Okay, du bist hier der Chef heute. Aber nur heute. Wir nehmen Spidey. Die ist ja auch super süß. Okay. So, dann darfst du dir ein Startfeld aussuchen. Wir können auch da stehen bleiben. Wir bleiben da stehen. Okay, wir bleiben einfach da stehen. Ist jetzt einfacher. Und ich würde auch sehr gerne weiterhin mit diesem coolen Würfel würfeln. Mhm. Bitteschön. 1. Oh, guck mal. Das ist doch Lisa. Das ist Lisandora. Glaube ich, also habe ich jetzt auch daraus gesagt. Oder ist das? Nee, das war. Nein, das ist Kitty. Das ist deine Freundin hier, Lisandora. Ja, dann guck mal, was müssen wir denn bei Lisandora machen? Lisandora. Lisandora hat ihre magische Kugel verloren. Oh nein. Hilf ihr, sie zu finden. Hast du alles? Dann würfel erneut. Okay. Ist jetzt rubbeln? Ja. Boah, ich finde die sofort. Ja, mach mal. Wo sind sie versteckt? Da. So. Das ist die wirklich? Baby. Friss. Oder stirb. Also wir können das auch. Ah, guck mal, nicht richtig aufgerubbelt hier. Nicht, dass das die Kugel doch nicht ist. Was soll denn sonst sein? Nee, so, eine Kugel oder mehrere? Nö, eine hat ihre magische Kugel verloren. Und ich habe direkt gefunden. Du hast direkt gefunden. Unter den anderen sind Sparbeträge. Das heißt, Lisandora haben wir schon abgeschlossen. Ja, Lisandora. Aber ich spare das natürlich dann alles. Ja, so, Lisandora ist schon mal unsere Freundin. Siehst du? Ja. Ich und ihr. Da wir aber noch nichts gespart haben, würfel ich mal nochmal. Das ist eine 5, oder? Ja. So müssen sich Kinder fühlen, wenn sie nicht wissen, was sie gewürfelt haben, so weißt du? Oder wenn man besoffen ist. 2, 3, 4, 5. 4 Euro. Und eine 1. Wir da kommen auf ein Freundchen mit so einem Hut. Kann man nicht rückwärts laufen zu Batman? Zu Lutz? Oh, ja, theoretisch könnte man auch in jeder. Ich bin ein Hutman. Das ist aber der hier, Scarecrow. Die Vogelscheuche. Dann guck mal, wie wir Scarecrow helfen können. Och, du heilige Makrele. Ich sehe schon mal hier 2 Viererwürfel. Scarecrow spielt gerne Streiche. Es wird Zeit für eine Lektion. Würfel 2 mal mit dem 4-seitigen Würfel. Ja, ich nehme einfach 2 davon. Du gewinnst, wenn du waagerecht, senkrecht oder diagonal eine Reihe Bingo voll hast. Streichst du alle Kellen ab, hast du verloren. Oh! Hast du verstanden? Bingo. Ich darf Bingo spielen. Ja. Und man darf nicht alle
krähen, durchstreichen, ja. Sonst bin ich. Sonst hast du verloren. Und du musst halt eine Reihe voll kriegen. Okay, ja, dann mach mal dein Würfelglück. Warte, wir hatten schon 4 Euro. Was muss ich denn jetzt machen? Ich verstehe nicht. Natürlich habe ich es verstanden. Deswegen habe ich gefragt, ob du es verstanden hast. Ich würfel gerade. Also es ist dieses Schiffe versenken Stil, ja, was ich dir letztens gezeigt habe. Ja. Und du würfelst jetzt zum Beispiel 1 und 4. Dann gucken wir hier in der Reihe 1 und dann 4, also wo sich 1 und 4 treffen und streichen das ab und sparen das. Und wenn wir auf die Krähe kommen, haben wir halt einen Punkt quasi verloren und wir müssen halt eine Reihe oder wie auch immer voll kriegen. 2 und 4. Da suchen wir uns natürlich das Schönere aus. Wir nehmen, ist beides kacke. Da blöd. 4 und 2 wäre blöd. Achso, ich. Richtig, deswegen sagte ich gerade, ist beides kacke. Aber alles gut, jeder in seinem Tempo. Ja, ist eigentlich egal. Ich habe ja noch gar nichts. So, weißt du, sonst könnte man gucken, ah, wo kriege ich bald ein Bingo voll und wo nicht. Ist die Krähe jetzt weg? Oder haben wir eine Krähe? Wir haben jetzt eine Krähe getroffen. Aber da müssen wir nichts sparen. Ja, das kann ich auch ein bisschen hübscher machen. Ja. Okay. Jetzt überlege ich gerade, ob ich da immer auch mehrere Aktionen machen möchte oder immer nur eine. Weißt du, wir haben eben einmal bei Lysandora gerubbelt, jetzt will ich einmal hier würfeln, aber es ist natürlich halt relativ viel. Lysandra heißt die. Lysandora, stimmt. Ja, ich und sie sind doch nicht so. Ja. Neue Liebespärchen ist das. Ich würfel noch ein zweites Mal. 3 und 2. Sind 3 Euro und 3 Euro. Okay, dann nehmen wir 3. Aber ich nehme den hier drüber, dann habe ich hier vielleicht bald ein Bingo voll. Mal gucken. Okay, also 3 Euro und 4 Euro habe ich jetzt erspart hier. Und weil ja unser Spidey mit dabei ist, spare ich nicht 7 Euro, sondern 6. Guck mal, wir hatten schon ein bisschen Spaß hier, Spielspaß und mussten gar nicht so viel sparen. Gibst du mir bitte das Geld? Welches? Wie viel? 6. Ich habe einfach nur 6 gehört, aber denke ich mal 6. Ich habe einfach aus dem Fenster geguckt. Ja, ich wollte mal testen, ob du mir zugehört hast. Natürlich, 6. Immer. Immer hörst du mir zu. Hi. Okay. Wir kommen zum Sparlabyrinth. Das ist auch von Susan. Ist aber schon etwas älter. Danach kommt der Wettlauf der Monster. Heißt die Susanne oder wirklich nur Susan? Susan heißt die. Und mit E schreibt man den Namen. Zu sehen. Genau. Also. Nein, man kennt es ja auch oft mit A, aber zu genau. Zu sehen ist oft zu sehen. Du fliegst gleich raus. Okay, darf ich dir das nächste Spiel erklären? Ja. Du siehst ein Labyrinth. Ganz viele Labyrinths, ja. Ganz viele Labyrinths. Hier ist der Start. Hier ist der Start. Und hier ist das Ziel. Wir müssen hier durch. Und beim letzten Labyrinth, was ich gespielt habe, habe ich gespielt, dass ich alle Beträge einsammle. Also, dass ich in jede Ecke reingehe. Weiß ich noch nicht, ob ich das hier so machen möchte. Wir starten erstmal mit 3 Euro. Und dann kommt hier ein Würfel. Da muss man würfeln. Ja, man muss ihn sowieso komplett abstreichen. Was wären das denn? Das wären 3 Euro habe ich ja schon. Dann wären wir 7, 8, 9. Dann wären wir insgesamt bei 10 Euro, die hier reinkommen. Ja, finde ich gut. Er guckt sich gerade den Würfel von Niki an. Den Halloween-Würfel. Nein, ich versuche das darzustellen, aber geht nicht. Du versuchst das darzustellen. 4 ist da. Da muss die 1 da sein und die 2. Dann nimm doch einen normalen 6er-Würfel dafür, nein, darzustellen. Nein, alles gut. Ich male das hier mal aus. Muss ich jetzt würfeln? Nee, weil ich eh alles jetzt anmale. Du kannst gleich wieder würfeln. So. 10 Euro hätte ich gerne. Kann ich hier tracken, ohne dass es hier verschwindet? Es sind 2 Fünfer oder ein 10er, weil ich habe nur noch 5er gleich. Ja, gib mir ruhig einen 10er. Ja. Weil wie gesagt, die anderen Spiele, da habe ich noch nicht viel von angefangen. Da kann man dann besser Kleingeld mit reinmachen, weil da nicht 10 Euro unbedingt reinkommt. Plus 10 sind 10. So, ist jetzt nicht hübsch geworden, weil das hier noch ein bisschen trocknen muss. Und in die anderen Challenges kann ich ja immer noch 2 Fünfer reinmachen lassen. Mhm. Muss noch eben trocknen. Vielleicht kann er helfen. Hi. So, ist schon okay. Okay.
Der Wettlauf der Monster. Ah, das ist auch was. Das Prinzip gab es schon zu Ostern und jetzt eben zu Halloween. Und zwar, guck mal, sind Konrad, Edwina, Lucifer und Zombie Girl Gertrude alle auf dem Weg zum Friedhof. Und es ist ein Wettrennen, wer als erstes dort ankommt. Und man würfelt mit einem Viererwürfel. Die Zahlen 1, 2, 3, 4. Und je nachdem, was man würfelt, der darf dann ein Feld vorgehen. Und das, was hier steht, spart man eh. Mhm. Ich bin Team Gertrude, du auch? Mhm. Ja, okay. Dann darfst du dir mal einen Viererwürfel aussuchen. Der sieht da hell wie aus. Den da hinten? Ja, der ist so ein dunkleres Lila, ne? Und jetzt musst du nur vier würfeln. Ja. Ich dachte, dass du da würfelst und mir dann nicht auf die Challenge wirst. Deswegen wollte ich das gerade so ein bisschen zur Seite nehmen. Dann ist es eben Spooky. Spooky, das ist Gertrude. Ach, Gertrude. Edwina, meine ich. Edwina, ja. Und wir sparen für Edwina 1 Euro. Da können wir nochmal würfeln. Die Gertrude hat eine Chance. Eine 4! Woo! Gertrude, los geht's. Sind wir bei 3 Euro? Einmal noch. Das war nichts. Nein, das war nichts. Das ist ja nicht hier. Eine 2. Okay. Wieder Spooky. Edwina, okay. Nochmal 2 Euro. Dann sind wir bei 5. Ja, es kommt noch ein bisschen was. Das Problem, ich spiele zu viel, weißt du, und muss es dann ein bisschen einteilen. Ich möchte, dass Edwina Spooky heißt. Musst du mal mit Susan sprechen. Susan, wenn du das hier siehst. Bitte ändere den Namen von Edwina nach Spooky. 5 Euro kommen rein. Oh, ich lieb's. Ich hab's mir gerade schon einen Fünfer genommen. Aber danke. So, kurze Pause. So, da sind wir wieder. Ich musste nämlich eben einen Schluck trinken. Wir mussten ein kleines Tütchen Gummibärchen essen und so etwas. Und wir machen weiter mit der Monsterjagd. Das ist auch eine Patreon-Challenge von Susan von Gemeinsam Sparen. Und hier habe ich mir überlegt, weil ich ja so viele Spiele habe, die ich gerne spielen möchte, die 10 Euro, da mache ich von Anfang an die Quersumme und spare da nur einen. Sonst wird mir die zu teuer. Es sind nämlich 3x 10 Euro versteckt und ja. Also, ja, ich halte nicht immer so viel davon, immer Quersummen zu sparen, so, weil ich die Challenge ja nicht umsonst gekauft haben möchte. Aber ja, ich finde, das geht doch noch, oder? Und zwar müssen wir hier mit einem 12er und einem 6er Würfel würfeln. Ist das Spooky? Ja. Gut. Also Edwina ist hier auch und hier ist auch Konrad. Und genau, müssen quasi die Monster hier vernichten, ne? Und das ist wieder, ne, wenn sich hier die Würfel treffen, also das sind 12er Würfel, dann wird der abgestrichen. Such dir mal einen hübschen 12er aus. Den blauen. Und einen 6er. Komm, dann nehmen wir auch einen blauen, dazu passend. So. Ah, den brauchen wir bestimmt gleich wieder, aber egal. Komm erstmal weg. Dann darfst du mal würfeln. 2 und 3. Wir haben direkt hier eine pinke Tasse getroffen. Oh, eine Tasse. Was auch immer das ist. Oh, ich dachte, das war eine Torte. Törtchen. Heiße Himbeerschokolade. Nee, ist eine Tasse zum Trinken. Himbeerschokolade, ja. Also Kakao, Himbeerkakao. Okay. Lecker, du fühlst dich erholt und würfelst gleich nochmal. Mm. 10 und 4. Noch eine Torte. Ein Stück von diesem Cupcake. Sehr gut hier. Du spielst öfter mit. Nochmal, wir haben noch nichts gespart. Das sparen wir erst, wenn wir beides, also wenn wir den komplett abgekreuzt haben. 5 und 3. Ein Stück von Edwina. Spooky. 6 und 3. Oh. 10 Euro. Also, auf geht's. Wie gesagt, hast du mir eben zugehört? 1 Euro. Ich spare nur 1 Euro. Okay. Darfst du nochmal? Ja, 1 Euro sparen. Ja, komm. Zweites Mal hier was sparen. 2,6. 2,6. Ein Bonbon. Stück von dem Bonbon-Pot hier, von dem Kessel. Nochmal. Bis ich noch ein zweites Mal was sparen muss. 7 und 5. Das ist ein Stück von Kürbis. Das Spiel ist gleich vorbei, da kann er gleich wieder ausziehen, weil es fertig ist. 3 und 3. Ah, 6 Euro. Gut. 7. Richtig. Aber dafür bin ich jetzt schon richtig gut hier vorangekommen, ne? Plus 7 sind 7.
Danke. So, Kleingeld wird knapp, sehe ich. Na gut, okay. Das ist S. Richtig. Eine Rubbel-Challenge aus der schaurigen Halloween-Box von Tanja von Kaffee und Quatsch. Da kommt gleich, ich weiß, was du letzten Sommer gespart hast. Cool, oder? Nicht. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Wir rubbeln jetzt erst. Möchtest du, soll ich? Ich rubbel. Muss ich wieder so eine Kugel finden? Nee, ich glaube hier, nee, das ist einfach eine Rubbel-Challenge. Da finden wir einfach Beträge, 40 Euro insgesamt. Ich nehme seine Hand. Seine Hand. Oh. Ja, das ist. Genau. Okay. Muss ich 7 Euro geben? 7 Euro. Okay. Irgendwie die ganze Zeit 6 oder 7 Euro, ne? Aber gut. Okay. Jetzt kommen wir. So, ich weiß, was du letzten Sommer gespart hast. Das ist auch aus der schaurigen Box von Tanja. Halloween Box. Mach bitte C3PO nicht kaputt. Und zwar sind hier Karten dabei. Guck mal. Und die Anleitung kann weg. Und zwar sind hier diese Symbole drauf. Und je nachdem, was wir ziehen, sparen wir dann 2 Euro, 1 Euro, 3 Euro. Oder müssen was rubbeln oder ein Los ziehen und das hier eintragen. Und genau. Ich hatte noch keins von den Spielen hier von Tanja und jetzt habe ich das hier aus der Box. Genau. Und dafür darfst du mal mit einem Viererwürfel mal wieder würfeln, wie viele Karten wir ziehen. Rot. Rot, okay. Da steht die Zahl jetzt unten, die du würfelst. Also nicht oben in der Spitze, sondern unten. So ist zum Beispiel 4. Nee. Das wäre für mich eine 9. 4 plus 3 plus 2. Eine 9. Nein, wenn du den so... Und jetzt ist hier die 2 unten. Jetzt verstehe ich. Und hier auch. Oh, und Gottes hier auch. Willen. Ich verstehe. Genau. 4. 4. Okay. Das wird teuer. Dann darfst du mal 4 Karten ziehen. 4 Karten. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann gucke mal. Was haben wir denn? So ein Baby. Alle oben. 2 Euro. Nett, was er so als Baby bezeichnet, oder? So ein... Spare das Doppelte der gesamten Summe. Ja, gut. Wir sind bei 2. Also 4. Ja, erst müssen wir alles so ein Skeletto. Da dürfen wir ein Feld frei rubbeln. Oh. Hier, bei ihm hier. Und noch so ein... Und das sind auch 2 Euro, dann sind wir bei 4 Euro. Da sind wir bei 4 Euro. Spare das Doppelte jetzt? Ja, aber das kommt ja auch noch dazu. Nee, genau. Ich nehme doch den. Okay. 5. Eine 5. Also 4 plus 5 sind 9. Das wird teuer. Das heißt, das Doppelte der gesamten Summe. 18. Möchte ich da jetzt wirklich 18 Euro reinmachen? Dann hast du nur noch da 10 Euro liegen, ne? Nein, weniger. Das sind ja jetzt 20. 20, da haben wir noch 7 Euro da liegen. Und ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Ich sag mal so. Ich gehe nicht zur Bank. Aber die Karte einfach zu ignorieren ist auch blöd. Und wenn man dann sagt, man spart die Quersumme von 18, ist die Quersumme ja auch wieder 9. Weißt du? Lieber 9 als 18. Okay. Ihr habt es gehört. Ich soll nur 9 Euro sparen, hat er gesagt. Tut mir leid für alle, die sich getriggert fühlen. Aber 18 Euro ist mir leider zu viel. Ich finde es auch ein bisschen schade, aber 18 Euro ist mir leider zu viel. Also muss ich jetzt 9 Euro? Achso, 9 Euro, ja. Hast du noch genug Kleingeld? Gib mir mal nur 1 Euro, wenn du 1 Euro brauchst. Ja, wie denn? Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Dann da ist noch nichts drin, deswegen frage ich, ob du genug Kleingeld hast. Ja, alles. Alles?
Nein, 50 Cent bleiben über. Okay. Aber das sind... Das ist jetzt 9 Euro. 1, 2, 3. Oh, 3,50 Euro. Wir haben nicht mehr genug Kleingeld. ja, okay. Okay, gut. Dann kommen wir zu einer weiteren, ja, wobei, ist nicht nur rubbeln, ist eine Klappkarte. Ein Flatterschluck zum Abschied. Ist der nicht cool? Wir trinken Porza Martini. Guckt mal, da dürfen wir einen Cocktail trinken oder wir würfeln für die Dominosteine. Möchtest du rubbeln oder würfeln? Welchen Cocktail findest du denn am coolsten? Ja, ich auch. Und dann der mit der Schlange, finde ich mega. Aber sollen wir direkt den großen hier nehmen? Da ist der kleinste Betrag drin. Ich widerspreche dir nicht. Du hattest eben auch direkt die Kugel von Lisa Dora gefunden. 8 Euro. Ich bezweifle, dass es der geringste ist. Es gibt bestimmt auch noch 10. Also ist das der zweite. Höchste! Hi. Muss ich jetzt auch vorbringen? Ja. Das wird dein Problem. Ich tracke das mal. Ja, ich weiß. Okay. Ah, warte mal. Wieso geht der immer da hin? Hier, guck mal. Wo kommt Trinkgeld, was ich bekommen habe von meinem Nebenjob. Die können auch. Ich sag jetzt nicht den Namen, aber das darf da rein, ja. Haha. Warum darf das da rein? Egal, das darf da rein. Haben wir das Trinkgeldproblem, das Kleingeldproblem gelöst. Moonlight Castle ist eine Challenge von Susan von Gemeinsam Sparen. Und hier gibt es eine Geschichte, das ist Luna Emilia Capo. Und dann ist es hier ein Kapitel aufgeteilt. Das heißt, wir müssen erst dann diese Challenge spielen, dann diese Challenge spielen, dann diese Challenge spielen und dann diese Challenge spielen. Auf einmal? Nein, alles auf einmal, genau. Natürlich nicht nacheinander, aber das ist halt schon so vorgesehen, dass man jetzt hier diese Geschichte so nacheinander spielt. Deswegen lese ich einmal vor. Luna ist die rechte, ich habe es noch nicht gelesen, ich wollte mich noch nicht spoilern lassen, deswegen, ich bin auch gespannt. Also, Luna ist die rechtmäßige Erbin von Moonlight Castle. Ihre Eltern starben bei einem Jagdunfall, was Luna schon immer etwas seltsam fand, denn sie und ihre Eltern sind Werwölfe. Zu ihrem 21. Geburtstag wird Luna Millionenerbin und sämtliche Ländereien von Moonlight Castle erben. Doch die Gräfin Blackrock hat andere Pläne mit der jungen Gestaltwanderin. Seit Jahren hat sie sich immer wieder als Vertraute und Beraterin der Familie engagiert. Kann Luna ihren finsteren Plänen entkommen? Kapitel 1 – Die Jagd. Die dunkle Gräfin lockt Luna mit einer gefälschten Botschaft in den Wald. Dort wartet bereits ein Rudel Wölfe auf sie. Es handelt sich um Anhänger von Lady Blackrock. In letzter Sekunde taucht ein fremder Wolf auf und steht Luna zur Seite. Verjage mit seiner Hilfe die drei Werwölfe und sammle ihre Beute ein. Okay. Ich nehme das mal raus, dann kann man einfacher rubbeln. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir jetzt auf der Suche nach Werwölfen sind. Aber ja, ich möchte rubbeln. Aber du darfst mir sagen, welches... Also möchtest du... Großes Feld freirubbeln oder ein kleines? Nein, das große macht nur Schaden. Nimm das mittlere oben ganz oben. Das da? Mittlere oben ganz oben. Ach, ja. Guck mal, wie hübsch die Bäume hier sind. Das ist bestimmt, bestimmt spooky. Spooky? Vielleicht treffen wir hier Edwina. Es ist einfach nur 5 Euro. Und weil wir dieses Kleingeldproblem haben, belasse ich das jetzt einfach bei den 5 Euro. Auch wenn
hier jetzt super viel zu tun ist natürlich in dem Spiel. Aber ja, wir haben ja auch nicht mehr allzu viel Geld zur Verfügung, ne? Müssen ja noch ein bisschen uns durchschlagen hier. So, 5 Euro Moonlight Castle. Ja, nochmal 5. Mal gucken, ob wir alles spielen können. Plus 5 sind 5 Euro. Hörst du jetzt auf? So, wir machen weiter. Guck mal, jetzt kannst du hier wieder... Kannst du noch mal ruhig. Ich habe hier echt viel Rubbelspiele hier, oder? Also irgendwie, naja. Trick or Treat ist von der Andrea von Spaß am Sparen. Und hier ist es so, dass wir so süße... also es ist der Tag von Heiligabend und viele kleine Seelen, super süß, und ja, ziehen von Tür zu Tür. Öffne die Türen, indem du die Felder freirubbelst. Schau nach, wer vor der Tür steht und dann entscheide selbst. Süßes, Summe plus 2 oder saures, Summe minus 2 Euro. Mhm. Okay, hast du zugehört? Mhm. An welche Tür wollen wir klopfen und Süßes oder saures fragen? Okay. Mhm. Oh nein! Ist das eine Katze? Es ist ein super süßer Fuchs, würde ich sagen, oder? Es ist ein Fuchs. Oh. Guck mal. Da steht eine 10. Ja, das heißt, wir müssen 12 Euro sparen. Verdammt. Wir haben nur noch 5. Ich muss in meinen anderen Videos sparsamer sein. Das geht so nicht. Geld zum Spielen. Das ist noch für die anderen Videos, weißt du? Für diesen Monat. Ah. Ich muss in meinen anderen Videos sparsamer sein. So. Lalala. Der Fuchs war einfach zu süß. So. Seht ihr das? Die ganze Zeit, ne? Also. Vielleicht, der hat ja bald Geburtstag auch und Weihnachten steht vor der Tür. Kriegst einen Kreisel. So, du darfst noch einmal würfeln für dieses Spiel. Wie heißt es denn? Jeffreys Zauberladen. Jeffrey. Genau. Staubsauger. Ach. So heißt nicht unser Staubsauger. Wir hatten, also wir haben immer noch einen Saugroboter, den wir aber eigentlich nie benutzen. Anderes Thema. Ja. Und der hat ihn immer Jeffrey genannt, wenn der hier rumgefahren ist, als wir den Teppich noch nicht hatten. Wobei auch davor haben wir den eigentlich nur noch selten genutzt. Naja. So, du darfst hier mit diesem Spezialwürfel würfeln und beim Kelch dürfen wir eine Karte ziehen. Cool. Lass das mal. Ich weiß nicht, wo die Karten sind. Ah, doch, da. 1, 2. Oh, wir kommen auf diese süße Fledermaus. 1, 2. Das ist ein sehr altes, also sehr alt, vom letzten Jahr, Halloween-Spiel von Sally and Tommy und ich glaube Black Roses Design hatte auch ihre Finger im Spiel. Und genau, das gab es in der Box, war ja limitiert und gibt es jetzt so nicht mehr. So, das ist Carla. Carla ist die Assistentin und hilft dir bei deinen Besorgungen. Dieser Service ist dir ein Trinkgeld wert. Würfel und spare die doppelte Augenzahl. Ja, würfel mal damit. Würfel und spare die doppelte Augenzahl. Ja. Nochmal. Das ist ein Top. Ja, richtig. Können wir nicht sparen. Warum nicht? 1. Und das Doppelte ist 2. Wir sparen also 2 Euro. Und jetzt darfst du aber nochmal würfeln. Wir spielen noch eine Runde. Okay. 2. Okay, wir sparen 5 Euro insgesamt. Sind nämlich noch auf eine 3 gekommen. 2 plus 5 sind... Achso. 2 plus 3 sparen wir. 5 Euro. Ich habe nur die Hand gehalten, weil ich wissen wollte, was passiert. Error. Okay, wir kommen zum letzten Spiel. Ja. Und zwar... 5 Euro habe ich schon reingetan. Okay. Und zwar zu dem Braumeister von Andreas vom Einhorn-Hasen-Design. Hat der Bier? Brauerei, Bier? Ja, ich muss dich enttäuschen.
Der Braumeister, ja, stimmt. Aber wir stellen kein Bier her, sondern Zaubertränke. Ist ja fast wie Bier. Genau. Und zwar würfelt man hier wieder in diesem Feld und landet auf einer Zutat. Die hat dann hier ihren Preis und hier. Und dann guckt man, für welchen Zaubertrank man den gebrauchen kann und kreuzt es ab. Das ist eine Neverending Story, das Spiel. Von daher, leg mal los. Welchen Würfel? Mit zwei Sechsen. Sechsern. Nicht mit dem Kreise, das dauert zu lange. Ja, nimm mal den. Oh, guck mal hier, den. Der sieht doch auch schick aus. Den habe ich jetzt gerade neu. Den wollte ich doch gar nicht. Egal. Den wolltest du nicht? Egal, ich habe den. Alles geht auch. Ja, im Halloween-Binder. Verschwunden. Fünf. Eins und fünf. Das muss ich das denn hier abkreuzen? Nee, ich brauche das ja alles tausendmal. Eins und fünf. Wir können dieses Gedöns hier nehmen. Das sieht aus wie eine Hanfblüte. Eine Hanfblüte. Es ist Knollwurzel für 4 Euro. Oder 1 und 5, den Käfer hier. Kann man jetzt beides nehmen? Den getrockneten Hirschkäfer für 3 Euro. Können wir auch beides nehmen. Dann würden wir insgesamt 7 Euro sparen. Sieht nicht gut. Oder was nicht. Ist das letzte Spiel. Ja, komm, wir nehmen beides. Darf man denn beides nehmen? Ja, darf man. Sicher? Ja, okay. Das ist nicht so viel. Ich gucke gerade, ob ich für ein Rezept hier beides brauche. Aber nein, ich glaube nicht. Dann nehmen wir nur eins. Nein, wir können ja mehrere Rezepte gleichzeitig anfangen. Nee. Okay, dann nehmen wir doch ja, ist eigentlich egal. Komm, ich fange jetzt einfach hier an. Also, hier brauchen wir einmal für die Plasmabombe brauchen wir einmal den Knollwurzel. Und hier brauchen wir den getrockneten Hirschkäfer für den Wandlungstrunk. Okay. Genau, wenn man eins voll gespart hat, dann werde ich mir das durchlesen und dann den Betrag sparen, der hier oben steht. Und ich sage jetzt, dass ich die komplette Summe dann spare, was da steht. 7 Euro. Mal sehen, ob ich mir das bis dahin dann anders überlegt habe. Er baut schon wieder Türme. Ich fasse es nicht. So, 7 Euro, danke. Das muss so. 5. 6, 7. Da sind wir doch ganz gut durchgekommen. Wir sind richtig gut hingekommen mit dem Geld, findest du nicht? Ja. Naja. Ist okay. Aber das war's. Nach etwas über einer Stunde sind wir durch mit dem Video. Hat es dir Spaß gemacht? Ich habe nur eins. Also meinst du, mein Halloween-Binder ist zu voll jetzt, wo das ganze Kleingeld da drin ist? Also, weil nein. Es zugeht, ist es geht noch zu. Ihr habt's gehört. Solange es zugeht, ist es nicht zu voll. Okay, hier liegt Konfetti. Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Bist du im 500-Abonnenten-Special auch wieder dabei? Ja. Das heißt, abonnieren. Und würdest du dann mit mir Plätze tauschen, dass du dann hier sitzt und das so ein bisschen leitest und ich sitze daneben und rubbel alles frei? Hab das gut. Wir könnten das ja vielleicht mal testen. So bei 500 ist ja noch mal ein bisschen mehr Special. Was sagen die Abonnenten dazu? Schreibt es in die Kommentare. Dann lesen wir demnächst gemeinsam die Kommentare und dann gucken wir mal. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Ich beende das Video erst, wenn der Kreisel aufgehört hat zu drehen, damit ihr gespannt sein könnt, was er denn erwürfelt. Unter 3 beenden, über 3 nochmal drehen. Ja, und dann ist das Spiel, geht das Video einfach 2 Stunden und nichts ist weiter passiert. Das ist eine 2, pass mal auf, guck. Ja. Pam, 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 eine 6. Musst du jetzt nochmal drehen? Ich hab's vergessen. Eigentlich schon, aber bist du weg. Wir sehen uns. Tschüss.